Moin, ich bin Pascal Engel, bin bei der Spedition Göllner und bin im zweiten Lehrjahr und mache meine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Was macht mir Spaß an der Ausbildung? Spaß an der Ausbildung macht mir, ja, man ist viel unterwegs, man sieht viel von der Welt, man lernt auch sehr viel über Ladungssicherung. Der typische Tagesablauf ist, man kommt morgens zur Arbeit, holt den LKW-Schlüssel und die Papiere aus der Dispo, man lädt den LKW und fährt dann zum Kunden und liefert die Ware aus, die nachts per LKW gekommen sind. Meine Tätigkeiten sind Kundenkontakt, höflich sein zum Kunden. In der Ausbildung lerne ich Ladungssicherung, dann in der Schule lernen wir viel Technisches, zum Beispiel die Bremsen und den Motor vom LKW. Die Kupplung ist auch ein Thema in der Schule, dann Achslastverteilung, wie man den LKW richtig belädt, ja, und den Führerschein. Das Geile ist, wenn man eine Ausbildung zum LKW-Fahrer macht, man hat auch seinen eigenen LKW, so wie ich hier zum Beispiel, und da kann man machen, was man will, man kann ihn von innen machen, wie man will. Man, ja, lebt eigentlich selbstständig, wie im Wohnmobil. Was muss man mitbringen? Man muss mitbringen, dass man, oder man muss Spaß haben, viel unterwegs zu sein. Man sollte technisches Verständnis mitbringen, wenn man die Ausbildung macht für die Schule. Wie bin ich hier zu Göllner gekommen? Ich habe eine Ausbildung in Göttingen bei der Spedition Krüger gemacht und bin dann hier nach Nienburg gezogen und bin dann von der Spedition Krüger zu Göllner gewechselt. Und das war einfach, nette Mitarbeiter, kann ich jedem empfehlen. Also, wie bin ich zu Göllner gekommen? Wie war meine Bewerbung? Man braucht einen Hauptschulabschluss, das reicht voll aus. Und dann habe ich mich hier beworben, habe meine Bewerbung abgegeben, hatte mein Vorstellungsgespräch gehabt. Und dann bin ich hier gelandet, ging alles sehr schnell. Kommen wir zum LKW-Führerschein. Den LKW-Führerschein musst du natürlich nicht selber bezahlen, der wird von der Firma bezahlt. Und du brauchst dich auch nicht für 3-4 Jahre verpflichten, damit du den bezahlt bekommst. Der muss in der Ausbildung gezahlt werden und den kriegst du auch in der Ausbildung bezahlt. Du kriegst hier auch noch einen ADR-Schein, damit du Gefahrgut fahren kannst. Und einen Staplerschein machst du auch noch. Nach der Ausbildung kannst du dir natürlich selber aussuchen, was du machen möchtest, ob Tag, Nacht oder Fernverkehr. Hauptsächliche Tätigkeit nach der Ausbildung ist selber fahren und Ladungssicherung. Die Verdienstmöglichkeiten sind hier im ersten Lehrjahr 900 Euro brutto, im zweiten Lehrjahr 1020 brutto und im dritten 1150 brutto. Urlaub hast du hier eigentlich auch genug, sind 29 Urlaubstage im Jahr. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben in den Beruf. Und ich hoffe, wir sehen uns hier bald mal. Ich habe jetzt Feierabend und sage jetzt auf Wiedersehen.